wir in einer digitalen Welt überhaupt noch Lehrerinnen und Lehrer? Das war eine Frage, die vor kurzem in einem meiner Seminare aufkam. Wir diskutierten gerade über künstliche Intelligenz und selbstlernende Maschinen und deren Bedeutung für den Bildungsbereich. Und da kam diese Frage auf. Und das ist interessant, weil diese Frage von Pädagoginnen und Pädagogen, von Lehrerinnen und Lehrern immer wieder gestellt wurde in der Vergangenheit. Erstmals, als die Zeitung aufkam. Also ein Medium, an das man heute gar nicht mehr so denken würde, wenn man von Medien spricht im Bildungsbereich. Aber die Dorflehrerin, der Dorflehrer, fühlte sich entsprechend durch diese Zeitung, durch dieses neue Medium, in seinem Informationsmonopol gefährdet. Ja, es war damals so, dass die Lehrerin, der Lehrer, wusste alles. Und dann kam dieses neue Medium, damals neue Medium, die Zeitung, nach der nicht mehr die Lehrerin oder der Lehrer gefragt wurde, wenn es um Neuigkeiten ginge, sondern die Zeitung. Und damals, glaube ich, dachten die Pädagogen, na, wer weiß, wie lange es uns Lehrerinnen und Lehrer noch gibt. Kurz drauf kam dann das Radio, das Fernsehen, mit dem Fernsehen auch das Bildungsfernsehen. Und schon wieder wurde gefragt, wie lange wird es wohl noch Lehrerinnen und Lehrer geben, wenn das Bildungsfernsehen sie jetzt ablöst. Wurde tatsächlich damals diskutiert, kommt uns aus heutiger Sicht total verrückt vor. Aber wieder ein paar Jahre später gab es dann MOOCs, Massive Open Online Courses. An der Harvard University wurden Vorlesungen aufgezeichnet und die Idee war, dass nun alle Menschen auf der Welt Möglichkeiten haben, die Vorlesungsaufzeichnungen der Harvard University sich anzuschauen. Und auch damit kam wieder die Frage auf, wie lange braucht es eigentlich noch Lehrerinnen und Lehrer? Und naja, meine Antwort darauf ist, das hängt ein bisschen darauf an, wie wir Lehrerinnen und Lehrer unser Selbstverständnis sehen. Wenn unsere Rolle die ist, dass wir Informationen aufnehmen und weitergeben, dann könnte es tatsächlich sein, dass es bald keine Lehrerinnen und Lehrer mehr braucht. Denn Informationen aufnehmen und wiedergeben, beispielsweise per Video, per MOOC, dafür braucht man wirklich keine Lehrerinnen und Lehrer. Wozu braucht man also dann Lehrerinnen und Lehrer? Wenn nämlich eine Lehrerin, ein Lehrer sich versteht als ein Prozessbegleiter, als eine Unterstützerin, als ein Unterstützer, als jemand, der eine Lernumgebung gestaltet und diese so ansprechend ist für die Lernerinnen und Lerner, dass sie gerne lernen, dass sie Freude am Lernen haben, dass sie begeistert weiterdenken und fragen, dann glaube ich, wird es Lehrerinnen und Lehrer noch sehr lange geben. Denn das ist etwas, was uns Computer, was uns künstliche Intelligenz und selbstlernende Maschinen erstmal nicht abnehmen können.